Mein Fazit zur Schneekönigin. Es beginnt mit dem Spiegel, der vom Teufel hergestellt wird. Er zerspringt in tausend Splitter, verbreitet sich auf der ganzen Welt billionenfach, wie es dort heißt. Holographisch besitzt er die Bosheit in jedem einzelnen Splitter. Und das verbreitet sich auf der ganzen Welt und das merken wir auch noch heute. Kai und Gerda leben harmonisch und liebevoll miteinander, verbringen ihre Kindheit gemeinsam und sind umgeben von Blumen. Eines Tages erzählt die Großmutter von der Schneekönigin und Kai zeigt sich sofort kampfeslustig. Damit eröffnet er die Möglichkeit, dass die Schneekönigin Eindruck auf ihn macht. Er sieht sie als Schneeflocke, wie sie immer größer wird, verliebt sich in ihr schönes Gesicht und bekommt dann zwei Splitter, einen direkt ins Herz und sein Herz wird zum Eisklumpen und einen, der so winzig ist wie ein kleines Sandkorn und der seine Blickweise verändert. Er wird lieblos gegen Gerda, gegen die anderen Menschen und ein Jahr später nimmt die Königin ihn dann mit. Er kann sich nicht befreien und ihm ist eiskalt. Die Königin küsst ihn dann und weiß, wenn sie ihn zu viel küsst, dann stirbt er. Auch ein interessantes Bild. Sie macht ihn kalt, sie macht ihn krank. Und wenn sie zu viel macht, dann stirbt er. Und das will sie nicht. Interessante Metapher. Gerda glaubt inzwischen, dass ihr Freund tot ist. Sie bekommt aber Hilfe sowohl von der Sonne als auch vom Fluss und den Vögeln, die ihr bestätigen, dass Kai nicht tot ist. Sie macht sich also auf die Reise und will Kai finden. Als erstes fragt sie die Zauberin im Garten, ob sie nicht Kai gesehen habe. Die wiegelt ab und versucht, das Mädchen für sich zu gewinnen. Sie macht Wellness, sie kämmt ihr das Haar und löscht ihr damit die Erinnerung. Und sie bietet Ablenkung, also Geschichten. Die Blumen erzählen ihr Geschichten, so ähnlich wie wir das heutzutage bei einem Fernseher machen können und sogar die Programme wechseln können. Gerda läuft dort weg und begegnet einer Krähe. Dort fragt sie wieder nach Kai und die Krähe antwortet, sie hätte Kai gesehen. Ausführlich beschreibt sie, wo Kai jetzt ist und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und Gerda fragt immer wieder danach, dass sie den Kai sehen möchte. Sie bittet die Krähe um Hilfe und bleibt beharrlich. Sie fragt dreimal nach, und letztendlich landet sie tatsächlich im Schloss. Dort sind Prunk und Überfluss und viele Diener und heimlich bekommt sie durch eine andere Krähe den Weg zum Schlafgemach gezeigt. Sie begegnet dort dem Prinz und der Prinzessin, aber es ist nicht ihr Kai. Prinz und Prinzessin bieten ihr an, dort zu bleiben, aber Gerda lehnt ab. Sie möchte weiterziehen zu ihrem Kai. Die Prinzen fragen, ob sie noch etwas für Gerda tun können und Gerda wünscht sich Stiefel. Obendrein bekommt sie eine goldene Kutsche, die mit Zuckerbrezeln ausgelegt ist und in deren Sitzen sich Nüsse befinden. Dann bekommt sie auch noch Diener und Vorreiter. Gerda verabschiedet sich, bedankt sich für alles und wird kurze Zeit später im Wald überfallen. Das Mädchen wollen sie töten, doch die Tochter der Anführerin will Gerda für sich behalten. Sie nimmt ihr die Kleider und will, dass sie bei ihr schläft. Gerda ist zum Sterben zumute. Als sie dem Räubermädchen endlich von ihrer Suche nach Kai erzählt, beschließt das Räubermädchen, ihr zu helfen. Als die Räuber weg sind und ihre Mutter schläft, gibt sie dem Rentier die Freiheit, denn es weiß, wo Lappland liegt. Gerda bekommt wieder Kleidung und Wegzehrung. So lieb war das Räubermädchen nun geworden. Das Rentier trug Gerda Tag und Nacht. Eines Tages waren sie in Lappland. Bei einer hilfsbereiten Lappin können sie sich aufwärmen, bekommen was zu essen. Sie weiß zwar nicht, wo die Schneekönigin wohnt, gibt ihnen aber auf einem Stockfisch eine Information für eine Finnin mit. Über 100 Meilen, also 160 Kilometer weit entfernt, liegt die Hütte der Finnin. Sie ist eine Magierin und kann Winde steuern und sie weiß, dass Kai bei der Schneekönigin ist und es ihm dort gut geht. Das Rentier bittet die Finnin, einen Zaubertrank für Gerda zuzubereiten, mit der sie dann die Schneekönigin überwinden kann. Die Finnin versteht auch die Tiersprache und erklärt dem Rentier dann, dass sie diesen Trank nicht brauen kann.
Gerda selbst hätte die größten Kräfte, die jemand haben kann, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Sie hat die Herzenskraft der aufrichtigen Liebe und keine Macht ist stärker. Doch Gerda muss sich beeilen, denn je länger Kai im Schloss der Schneekönigin bleibt, desto weiter vereist sein Herz. Die Finnin sagt dem Rentier, dass es Gerda nur bis zu einem bestimmten Punkt bringen darf. Von da an muss sie alleine gehen. Sie setzt Gerda schnell auf das Rentier und in der Eile vergisst ihr, die Stiefel anzuziehen. Wo das Reich der Schneekönigin beginnt, muss Gerda nun allein, barfuß, weiterlaufen. Sie kommt an das Schloss, sieht die riesigen Säle und alles ist voll von Eis und Schnee. Inmitten sitzt Kai und ist ganz vertieft in eine Arbeit. Die Schneekönigin hatte ihm gesagt, er solle ein Wort legen, Ewigkeit. Und wenn er das schafft, bekommt er die ganze Welt und ein paar Schlittschuhe. Hier verbindet Andersen im Märchen wieder Macht und Kälte. Und er verspricht Kai ein paar Schlittschuhe, die er im normalen Leben gar nicht brauchen würde. Das Wort, das Kai legen soll, heißt Ewigkeit. Gerda geht zu ihm, sie spricht ihn an, sie drückt ihn, sie schaut ihn an, aber Kai erinnert sich nicht. Er fühlt sich eher gestört. Darüber weint Gerda und ihre Tränen tropfen auf Kais Brust. Kai tut es weh, aber der Eisklumpen löst sich und sein Herz wird wieder warm. Jetzt erkennt er Gerda wieder und freut sich. Vor lauter Freude muss auch er weinen und damit löst sich auch der kleine Splitter aus seinem Auge. Die Wiedersehensfreude strahlt auf das ganze Schloss aus und die Eissplitter bewegen sich. Sie tanzen und legen sich genau in das Wort Ewigkeit. Damit ist Kai erlöst. Hand in Hand gehen sie wieder nach Hause und haben beide eine große Heldentat vollbracht. Gerda in der äußeren Welt mit all ihren Ablenkungen und Kai in der inneren Welt. Und seine Liebe zu Gerda ist wieder erwacht. Damit endet mein Fazit für die Schneekönigin. Hans Christian Andersen hat viele tiefgründige Metapher mitgegeben, auf die ich hier ein bisschen eingegangen bin. Die wichtigste Botschaft aber war wohl die, dass wir unserem Herzen folgen. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche uns allen alles Gute in diesen wirren Zeiten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören, eure Valeska.